Hallo und herzlich willkommen zum nächsten meiner Videos. Heute dachte ich mir, wir machen mal wieder einen Motovlog und fangen das Ganze mal mit diesem Prachtstück an. Das steht hier beim Mercedes-Händler in Halle-Trotha. Und ja, wäre schön, wenn wir heute mit dem fahren könnten, aber das wird wohl nichts. So. Können ja mal ein bisschen drumherum gehen. Ich hoffe, er nimmt es richtig auf und es ruckelt nicht zu dolle, weil ich bin nicht gerade der leichtfüßigste. So, ja, wie gesagt, der Mercedes-Händler hier, der ist ein bisschen größer, der hat ordentlich was stehen und unter anderem eben halt auch LKWs. Aber wir fahren heute wieder mit meiner kleinen Ziege. So. Taschen zu. Benzinhahn, alles. So, ich dachte mir, wir fahren heute mal ein klein wenig wieder durch Halle durch, weil das habe ich lange nicht mehr festgehalten, was sich in der letzten Zeit verändert hat. Wir haben eine Menge Baustellen gehabt im letzten Jahr. Und ja, ich dachte mir, wir fahren jetzt mal ein paar der Plätze ab, die in den letzten Jahren umgebaut wurden. Wir nehmen etwas vorsichtiger, auch wenn ich hier Vorfahrt habe. Ich habe da schon öfters erlebt, dass da auch sonntags Leute rausgeknallt kommen. Ja, vor allem sonntags, weil ja da normalerweise kein Verkehr ist. Also es ist jetzt ungefähr 9:30 Uhr oder sowas. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher los, aber das hat sich nicht ergeben. Oh, ich muss unbedingt jetzt doch mal langsam die Spiegel ersetzen, die hier verstellen sich ständig. Die ganzen Lüftungsschlitze mal aufmachen. Es ist wirklich verdammt warm hier. So, nicht wundern. Ich habe bei dem warmen Wetter, ich habe natürlich keine Handschuhe an, obwohl das geradezu ein Frevel ist. Ich habe auch keine, also ich habe so ein Jeans-Outfit mit Kevlar und Protektoren drin und sowas. Das habe ich heute auch nicht komplett an. Ich habe wieder eine Arbeitshose an.
und aber die Jacke dafür halt. Also ich habe die Kevlar Jacke an, das ist ja auch schon mal was. Es ist einfach zu warm, selbst jetzt um die Zeit schon. Sind jetzt hier schon wieder knappe 25 Grad. So, und ich fahre mit Absicht auch etwas langsamer. Erstmal, damit ihr jetzt auch ein bisschen was seht. Ich könnte schneller fahren. Aber da ist ja immer noch dieses, ja, könnten, dürfen. Das ist, wie gesagt, immer noch meine kleine Ziege. Ah, ich sehe gerade, ich habe gar kein Licht an. Es ist immer noch meine kleine Ziege und die darf ja eigentlich nicht so schnell. Ach Gott, ich hasse es. Ich dachte, jetzt bist du mal allein auf der Straße. Und falls ihr das in dem Heckfenster seht, ja, das bin ich. Schon weil die Straßenbahn so langsam fährt, dass die jetzt doch nach rechts abbiegen und ich einen Blinker übersehen habe. Aber habt ihr ja gerade gesehen, da ist eine Mülltüte drunter geflogen. Ich weiß nicht, ob das für ihn wichtig ist. So, wir fahren jetzt mal auf der B6 weiter. Wir sind hier, ich glaube, ich habe schon mal ein Video gemacht, da sind wir in Halle die komplette B6 abgefahren. Warum fährt der jetzt so langsam? Diesem kleinen Stück ist doch 60 oder nicht? Jetzt ist der nach rechts rüber. Hat der eine Panne? Habe ich da jetzt was nicht mitgekriegt? Ja, die müssen doch eh alle nach hier rüber. Keine Ahnung. Wir wechseln gleich wieder schön nach rechts. Da kommt gerade einer, ich setze schon mal einen Blinker. So. Also wie gesagt, mit den Spiegeln muss ich mir doch was einfallen lassen, das geht so nicht mehr. Hier ist die Rentenversicherung hier links, da, und das Sozialamt. Das hat Halle ganz gut gemacht, die haben das komplett kreuz und quer durch die Stadt verteilt. Das heißt, wenn ihr einen Amtsgang habt, müsst ihr kreuz und quer durch die Stadt laufen und schafft auf keinen Fall vernünftig ein paar Amtsgänge an einem Tag. Es geht nicht.
Selbst wenn ihr morgens irgendwo rein seid und ich sagen, da fehlen noch die Unterlagen, bitte holen Sie die von einer anderen Stelle. Du kommst nicht rechtzeitig am selben Tag wieder hin. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall einen zweiten. Das haben sie sehr gut sich überlegt. Autsch, den habe ich übersehen. So. Wir lassen den gleich mal vor, würde ich sagen. Achso, der will links. Okay. Ich dachte, er wollte jetzt vor. So. Die haben hier ein klein wenig umgebaut. Das ist ja die Verlängerung vom Reileck Richtung Wasserturm. Steintor heißt das hier eigentlich. So, die haben hier jetzt das Stück Straße, was jetzt hier links ist, was ich jetzt gerade zeige. Ich muss immer wieder nach rechts gucken wegen Abbiegen. Das haben sie jetzt nur für Straßenbahnen freigegeben. Ich zeige euch gleich noch mal, wenn wir drauf zufahren. Und deswegen ist jetzt dieser kleine Umweg eingerichtet worden. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt wenden kann. Also das ist hier die, wenn ihr vom Reileck Richtung Osten fahren würdet, so wie die 12, also die Straßenbahn 12 und die 7 fahren, das ist hier die Strecke. So, die fahren alle hier lang. Ich muss da gucken, wo ich hier links kann. Da. Naja, gleich über Reileck fahren können. Naja, was soll's. Das Problem ist, ich hab's nicht so mit Namen. Ich habe wirklich Probleme, mir Namen zu merken. So, ich darf wohl. Ich dachte jetzt, der Gegenverkehr darf durch. So. Also wie gesagt, das ist jetzt die Straße immer noch Reileck, so wie wir jetzt vom Reileck aus fahren würden. Aber wenn man jetzt hier wieder zum Steintor will, zum Wasserturm, dann muss man hier normalerweise... Ach, darf man hier doch wieder durch? Hä? Bin ich jetzt doof? Ach nee, ab hier. Ab hier darf man dann... Ich halte mal ganz kurz rechts an. So. Hier ist irgendwie ein Uni-Schulgelände oder ähnliches. Und wie gesagt, das ist jetzt wie gesagt gesperrt für normalen Verkehr. Und man muss jetzt wie gesagt diesen kleinen Umweg fahren. Also das ist jetzt vor anderthalb Jahren, glaube ich, gemacht worden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich würde mal sagen, wir sind mal ganz kurz Radfahrer. So. Also wie gesagt, das ist das eine. Das ist eine Kleinigkeit, die jetzt geändert wurde. Also man fährt jetzt praktisch diesen kleinen Kringel hier, das wurde eben halt gemacht, um die die nächste Kreuzung etwas zu entschärfen. Seht ihr jetzt hier? Dadurch hat die Straßenbahn das etwas einfacher, muss ja nicht ständig warten. Und dann sind wir gleich hier beim nächsten Abschnitt. So, hier konnte man früher gerade durchfahren. Das haben sie jetzt auch abgeändert, wenn man jetzt darüber will. Zum Beispiel zum Stadtbad Halle, dann muss man jetzt halt hier rumfahren. Und hier den Park hier auf der Insel haben sie neu gemacht.
Mal kurz gucken, nicht, dass ich hier jemanden behindere. So, und wie dann früher konnte man halt hier rechts langfahren. Ist also auch entschärft. So, und hier ist jetzt Baustelle. Richtig super. Toll gemacht. Ist das nun so? Sah der ganze Straßenstrich hier, alles was wir hier hatten. Der Straßenstrich, toll. So sah das hier alles aus. Die ganze Kreuzung sah so aus, komplett Baustelle inklusive Nebenstraßen, alles. Also wir hatten hier ein gutes Dreivierteljahr hatten wir hier Baustelle. Das haben sie relativ fix versucht hinzukriegen. Ich mit der Kleinen hier rumfahre, ist eben halt in der Stadt lohnt es sich nicht mit der Großen zu fahren. Man ist sofort auf über 50. Führerschein ist sofort in Gefahr. Vor allem im Motorrad, da merkst du das dann nicht sofort. Ich kann da schon andere Motovlogger verstehen, wie die denn dann mit ihrer Rennsemmel durch eine Ortschaft fahren und einmal kurz am Gas lupfen und dann sofort auf 70, 80 sind. Und das andere ist eben halt, wenn ich die Kleine jetzt hier in der Stadt mal stehen lasse. Ich brauche kein Parkticket. In Halle und Leipzig bin ich mir nicht ganz sicher, brauchst du für große Motorräder inzwischen einen Parkschein. So, in Halle ist es auf jeden Fall so. Und hier hast du halt aber noch den Vorteil, dass du auch auf dem Fußweg stehen kannst. Ist egal. So. Und in Hamburg haben sie jetzt angefangen, dass du einen Parkschein und einen Parkplatz brauchst. Ja, fuck. So, ich wollte da gerade rüber. Ja, ich bin hier lange nicht mehr gefahren. Ich fahre normalerweise oben rüber. Und ja, jetzt kommen wir zur nächsten Baustelle. Die ist jetzt seit gut einem Jahr hier. Also wir haben letztes Jahr im Sommer angefangen und sind hier immer noch nicht fertig. Es ist der blanke Horror hier. Also die ganzen Straßen sind fertig. Wir haben hier diese Fußgängerbrücke abgerissen, die hier ist. Jetzt muss ich doch noch mal um Pudding fahren. Umleitung. So, also wie gesagt, die ganzen Baustellen hier, was wir jetzt hier haben, das ist seit einem Jahr hier. Seit einem Jahr ist der Verkehr an dieser Stelle eingeschränkt. Und ja, werden wir da nochmal richtig sehen. Ich fahre auf jeden Fall gerade zurück. Dass ihr das nochmal sehen, richtig sehen könnt. Weil jetzt die Umleitung führt uns jetzt einmal um Pudding und lässt uns bei Ford wieder auf die andere Straße zurück. So, hier auf der rechten Seite ist Pfennigpfeifer. Ah. Ja, ja. So, wie ihr seht, das ist alles seit einem Jahr so. Seit einem Jahr ist diese Baustelle hier. Und wie gesagt, vor allem für LKWs, die jetzt durch müssen und so weiter, ist das natürlich ein Horror. Ups, ich sollte vielleicht doch mal die Gullideckel auslassen. Die haben sie von der Höhe her natürlich nicht angepasst.
Ich bleib mal auf der rechten Spur, damit denn hier die Sonntagsrennfahrer dann hier in Ruhe überholen können. Wie gesagt, ich fahre ja ein bisschen gemütlicher, damit ihr eben halt genug von der Stadt hier seht. Und wie gesagt, es bringt für mich einfach nichts, in der Stadt mit einer großen Maschine zu fahren. Du hast im Stau das ganze große Gewicht zu balancieren. Wie gesagt, du brauchst Parkschein. Jetzt neuerdings in Hamburg, wie gesagt, brauchst du einen Parkplatz. Du besetzt einen kompletten Parkplatz und es darf auch nur ein Motorrad pro Parkplatz stehen. Also wer auch immer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat, naja, Gott sei Dank bin ich dort nicht mehr. Also das würde mich echt mal interessieren, wie das für die 50er aussieht. Vielleicht rufe ich mal bei einer Polizeiwache an und frage mal. Hier hinten sieht das ja noch relativ normal aus, nur ich muss jetzt eine Stelle finden, wo ich drehen kann. Weil ich könnte jetzt natürlich auch durch die Mitte fahren, aber das ist teilweise nicht gestattet. Nur für Rettungskräfte und sowas. Achso, hier ist Bergmanns Trost, das Krankenhaus. Die machen so Orthopädie und alles so in die Richtung hauptsächlich. So, und jetzt kann ich hier gleich einmal wenden. Hier ist rechts ist der Zoll. Also wenn ihr jetzt schon ein Paket aus dem Ausland kriegt oder was wegen der Kfz-Steuer zu bequatschen habt, müsst ihr hier hin. So, und jetzt machen wir noch mal eine Kleinigkeit. Ich weiß, man darf es nicht, ist mir egal. Wir fahren mal kurz bei Toyota auf den Hof. Ich bin hier auch ganz langsam und vorsichtig, damit die Fußgänger keine Angst kriegen. So, hier ist Toyota. Natürlich richtig schön gelegen. Ich fahre ja jetzt auch einen Toyota. Ich müsste mal ein Video machen. Ich habe nur momentan keine Lust. Weil morgens ist immer doof. So. Wartet mal. Da steht ein Verso. Ja, also ich verstehe diesen ganzen Spökes nicht, was die hier auch neuerdings immer wieder veranstalten. Nicht Toyota, sondern die ganzen Leute, die eben halt sich angeblich Autonarren nennen. Die machen großen Bogen um Toyota, obwohl die so viel innovativen Mist in Anführungsstrichen entwickeln. Und die Autos sind scheiße teuer teilweise. Aber wie gesagt, im Punkto Hybrid ist Toyota wirklich führend. So, Hilux. Ja, wäre wieder ein Auto, um so ein bisschen das Ego zu streicheln. Ja, würde mir aber gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hilux würde mir gefallen. Oh, mal gucken, ob da was kommt. Nein. Also ich habe jetzt momentan ein Corolla Verso. Ist ein Minivan. Ein MPV. Und eine Art 2,2 Liter
170 PS. Na, 177, wenn man genau sein will. Und ja, der fährt sich richtig gut. Ist natürlich ein Diesel, hat nur Euro 4. Aber ich fahre eh nicht in die Innenstadt mit dem Auto, weil das lohnt sich einfach nicht. Und wie gesagt, das ist ein sehr schönes Auto. Ich muss unbedingt noch mal gucken, ob ich mal ein Video machen kann. Muss ich den Wagen vorher mal waschen. So, allerdings habe ich die mittlere Ausstattungslinie. Weil, wie gesagt, der ganze Hightech-Kram, wenn da mal was kaputt geht, dann ist man gleich richtig, richtig geldlos. Das ist auch so eine Sache, habe ich mich auch vor einer kurzen Weile mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn bei mir jetzt im Auto, ich habe jetzt irgendwie so ein Navi mit Touchscreen und so weiter drin, und das Ding geht kaputt. So, dann bin ich dann 1500 oder so Euro los, um das zu ersetzen. So. Was mich auch interessieren würde, haben die Autohersteller eigentlich irgendwie mal geplant, da mal Updates anzubieten? Das heißt softwaremäßig, hardwaremäßig, weil die Dinger sind ja auch irgendwann durch. So, und ja, konnte mir noch keiner richtig eine Antwort drauf geben. Die meisten haben gesagt nein. So, und das ist jetzt für mich immer halt die Frage, bin ich dann jetzt ein Autoleben darauf angewiesen, dass dieses tabletartige Teil in der Mittelkonsole, dass das funktioniert die ganzen Jahre über? Weil das ist ja dann auch eine Sache. Ein Autoleben kann ja ziemlich lang sein. Die Autohersteller rechnen ja mit 7 Jahren ungefähr. So, aber mal ganz ehrlich, meiner ist ja schon 10. Und ja, ganz ehrlich, ich bin da ganz froh, dass ich nicht diese digitale Ausstattung habe, die sie damals angeboten haben. Und ja, das sollte man wirklich mal überlegen, weil ich will gar nicht wissen, was das bei BMW kostet, wenn da mal irgendwie das Mittelkontroll Center kaputt geht. Oder bei der neuen A-Klasse, dieses richtig breite Ding, was die dann als Armaturenbrett drin haben. Naja, von der Seite können wir jetzt gar nicht weiter gucken, wegen der Baustelle. Da müsste ich jetzt wieder... Da muss ich noch eine Runde fahren. Aber mal gucken, vielleicht komme ich da irgendwie noch mal rum. Hier ist das Gericht übrigens rechts gewesen. So. Nee, also das hat mich jetzt wirklich mal so ein bisschen interessiert. Und ganz ehrlich, kein Autohersteller hat da irgendwie mal was durchblicken lassen, ob es da jetzt wirklich mal neuere Geräte denn irgendwann zu kaufen gibt. Ja, stellt euch mal vor, ihr müsst 7 Jahre mit eurem Handy rumrennen. Also die geplanten 7 Jahre, die Autohersteller angeben. Weil die wollen ja, dass du alle 7 Jahre ein neues Auto kaufst. So, und ja, wie gesagt, ein so ein Ding ersetzen kostet, wie gesagt, ein paar tausend Euro. Also das hier ist jetzt übrigens eine Umleitung, die ist permanent so. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, vom Süden her kommt, wow, vom Süden her kommt und wollt geradeaus weiter Richtung Hauptbahnhof, dann ja, müsst ihr hier lang. Das ist natürlich super, so den Verkehr umzuleiten. Vor allem stellt euch mal vor, ihr müsst das mit dem LKW fahren. Aber der andere Vorteil ist jetzt zum Beispiel auch, ich habe jetzt gerade beide Beine unten stehen, weil die Karre wiegt ja nicht viel. Man braucht keine Bremse gedrückt halten und sowas. Das heißt, ich kann meine rechte Hand und so weiter, kann ich alles entspannen. Das geht mit einem schweren Motorrad nicht. Na, da zieht ihr das Gewicht nach unten.
Ja, ich wechsle von einem Thema ins andere, ja, ich weiß. Heute ist ein bisschen, ja. Auch schon wieder die Gullideckel. Ich muss unbedingt dran denken, die Gullideckel auszulassen. Die sind alle nicht mehr eben. Ich weiß nicht, was das jetzt neuerdings ist. Also als Motorradfahrer ist das wirklich scheiße. Die sind alle nicht mehr eben mit der Straße. So, und jetzt kommt gleich eine Besonderheit oder käme eine Besonderheit für diese Straße. Hier darfst du normalerweise links fahren, um geradeaus abzubiegen, also geradeaus, also jetzt um auf die Brücke zu kommen. Boah, habt ihr das gemerkt? Ich weiß nicht, was die hier mit der Straße machen, aber das ist... Also ganz ehrlich, nachdem ich das jetzt gerade gesehen habe und so weiter, nee, ich fahre jetzt hier nicht nochmal lang. Ich glaube, ihr habt genug gesehen. Von wohin bis wohin das geht, wer sich hier auskennt. Was, darf man das? Ich habe ihn mal gegrüßt. Also da kam jetzt einer, wie gesagt, noch angeschossen auf der normalen Strecke. Ich hoffe, das war okay so. Weil ich hatte jetzt keinen Bock, nochmal über den Kreisel unter dem Riebeckplatz zu fahren. Aber ich denke mal, ihr habt mitgekriegt, das ist hier alles, ja. Und die Baustelle jetzt auf der, ist die Merseburger? Merseburger Straße, die ist seit ewigen Zeiten da, seit gut einem Jahr ist die jetzt da. Und die kommen einfach nicht voran. Ja, ich sollte mal ein bisschen langsamer fahren. Naja. Nee, aber das solltet ihr vielleicht auch mal überlegen, wenn ihr jetzt ein Auto habt mit voll elektronischer Ausstattung drin. Was kostet es, wenn das Ding kaputt geht? Das wäre wirklich mal interessant. Ob das ja schon fast kapitaler Totalschaden ist. Oder sowas. Weil das ist immer wichtig. Zu wissen, was kosten Ersatzteile. Vor allem fahrzeugspezifische. Bremsbeläge und so weiter, das hast du bei jedem Auto. Aber ich merke gerade, ich muss unbedingt mal die hintere Bremse nachstellen. Das Fahrzeug hier hat hinten noch eine Trommelbremse drin. Bin ich auch ganz froh drüber, weil die braucht so gut wie keine Wartung. Aber ich muss die mal nachstellen jetzt. Naja, wurde nach 5 Jahren wurde das auch mal Zeit, dass die sich mal mit leichten Geschwäche meldet. Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die einfach nur warm ist. Wenn sie kalt ist, funktioniert sie wunderbar. Ich muss trotzdem mal nach dem Belegen und so gucken. Wie gesagt, die sind seit 5 Jahren da drinnen. Wird Zeit. Ja. So, und jetzt sind wir immer noch, also schon wieder seit langem auf der B6. Wir sind die ganze Zeit auf der B6, mehr oder weniger, außer die Umleitung.
So. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. Ja. Ja, alles in allem denke ich, dass das ein interessanter Ausflug war. Und ja, hier habe ich auch schon mal gesagt, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die Kurve ist nach außen abfällig. So. Ja, ist auch gut. Ja, auf jeden Fall. Gibt es, wie gesagt, viel zu bedenken, wenn man ein Auto fährt. Wie gesagt, die neuen Autos sind alle so teuer geworden. Wenn du da Reparaturen hast und so weiter, das ist fürchterlich. Sachen, das gehört ja alles damit zu. Auch eben halt solche Sachen wie jetzt Navi oder ähnliches. Wenn das kaputt geht, auch zu ersetzen. Und wie gesagt, fragt mal wirklich nach bei euren Autoherstellern, was auch immer ihr fahrt, was dort kostet, wenn diese Einheit ausfällt, wenn die getauscht werden muss. Fragt einfach mal nach. So, und ansonsten, ja, ist überhaupt schlimm geworden, was neue Autos kosten. Ich mal überlege, wie gesagt, ich brauche ja nun ein relativ großes Auto. Ich brauche ja nicht mal einen Sportwagen. Ich brauche ja wirklich ein vernünftiges Auto. So irgendwas in Richtung Van oder SUV. Und wie gesagt, und selbst die meisten Vans sind inzwischen im 40.000er Bereich. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das sind 80.000 D-Mark. Wer noch so alt ist wie ich, weiß noch, wie viel das wert ist. 80.000 D-Mark. So, und das ist sehr viel Geld für einen Pampers Bomber. Beziehungsweise für ein Nutzfahrzeug. Wie gesagt, also ich bin zum Beispiel nicht in der Lage, mir für 40.000 Euro ein Auto zu kaufen. Und ja, es ist Wahnsinn geworden. Also welche Preise wir inzwischen erreicht haben. Das muss man sich mal, wie gesagt, überlegen. 40.000 Euro für einen Familienvan. Und ich rede nicht unbedingt von VW. Ja, VW, gut. Und wie gesagt, also das ist eine Wahnsinnssumme für eine Familie. Vor allem Familie hat sowieso nie Geld. Ich müsste auch mal wieder Rad fahren. Ich muss noch gucken, hier vorne irgendwo was schabt oder so. Alter, das Windschild, das brummt wie sonst was. So, ja, jetzt haben wir mal eine Exkursion wieder mal in die Stadt gemacht. So, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich fahre nicht gerne in Halle. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich fahre wirklich nicht gerne in Halle rum. Achso, den Bahnübergang haben sie übrigens jetzt neu gemacht. Der lässt sich jetzt etwas schöner überfahren, aber nicht viel. So. Ich fahre wirklich nicht gerne in Halle rum. Es macht einfach keinen Spaß. Wie gesagt, überall die Ampeln, die ganzen Baustellen momentan, die Umleitungen, es ist fürchterlich. So, aber wie gesagt, wir waren jetzt trotzdem eigentlich bei was anderem. Ne, also wie gesagt, ich fahre eigentlich ganz gern meine kleine Ziege. Wie gesagt, ich fahre auch ganz gerne, wie gesagt, meinen Van. Obwohl jetzt wieder, der ist 10 Jahre alt, ich habe ihn, wie gesagt, jetzt gekauft, weil er günstig war. Weil er wieder momentan kein Schwein mehr einen Diesel haben will. Und ganz ehrlich, ich bin so froh über dieses Auto. Wie gesagt, 177 PS, Verbrauch von ungefähr 7,5 Liter, wenn man so normal, also jetzt wie ein Mensch fährt, trotzdem sportlich ein bisschen. Wenn er es wirklich komplett übertreiben würde, könnte man ihn auf unter 7 Liter drücken. Und das für den Hubraum, das ist Wahnsinn. 2,2 Liter. Die wollen gefüttert werden. Und wie gesagt, ich habe den jetzt gekriegt für ja, gute 5000. Vor knapp einem Dreivierteljahr. Und wie gesagt, das war soweit okay. Benziner-Versionen, die es damals noch gab, die haben damals mehr gekostet, erheblich mehr. Also wir reden hier von 3.000, 4.000 Euro. Und ganz ehrlich, ich sehe es auch nicht mehr ein, irgendwie ein neues Auto zu kaufen. Wie gesagt, die neuen Preise, das ist unverschämt. Sowas als Familienauto zu präsentieren. Also nicht den nicht Toyota jetzt, sondern VW mit ihrem Multivan. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Ja. Sondern auch Mercedes und so mit ihrem, wie heißt denn der? V-Klasse? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich habe bei Mercedes ewig nicht mehr reingeguckt, weil wie gesagt, die neuen Autos sind alle so fürchterlich. Und wie gesagt, es ist fürchterlich, wirklich. So, und wie jetzt zum Beispiel von Toyota, der Corolla Verso hat damals mal gekostet in Vollausstattung 27.000. Weil dann hast du wirklich alles gehabt. Dann hast du, wie gesagt, auch das digitale Armaturenbrett gehabt, also jetzt ist das Navi-System mit Touchscreen. Und ja. So, und ich habe jetzt die mittlere Ausstattung, die hat eine vollautomatische Klimaanlage, kein Touchscreen, ein eingebautes Radio. Und das werde ich euch alles noch zeigen. So, und auch der neue, jetzt der top aktuelle Verso, hat jetzt gekostet in Vollausstattung gute 27.000, 28.000 Euro. Da kann man als Familie denn schon eher sagen, okay, das ist ein Wert, das sind 10.000 Euro weniger. Das kann ich mir leisten eventuell oder schon eher leisten als VW Multivan. Wie gesagt, es ist momentan fürchterlich, wie gesagt, die ganzen europäischen Autohersteller, na gut, bis auch jetzt Skoda und so weiter, die können alle nur noch übergewichtige Mistkarren herstellen. No. Wie gesagt, ein Sportcoupé mit 1700 Kilo. Leck mich am Arsch. So, das ist doch kein Sportcoupé.
2700 Kilo, das ist nix, das funktioniert nicht. Gedacht, ein Sportwagen muss um die 1200 Kilo maximal wiegen. Und dann einen bescheidenen Motor haben. Also der funktioniert, der genug Leistung bietet. Was will der denn jetzt von mir? So, ja, jetzt haben wir die Fahrt dort beendet, wo wir sie angefangen haben. Will der was von mir? Nee, scheinbar nicht. Oh, ich sehe gerade, der hält gerade seine Pause. Ich glaube, das lassen wir mal. Ups. Ups. Das lassen wir mal hier Lärm zu machen. So, stellen wir uns hier in den Schatten, das ist eh besser. So. Ja. Ich hoffe, die Tour hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wir sind sehr viel in den Themen gesprungen, das weiß ich. Es tut mir ein bisschen leid, aber daran seht ihr eben halt, dass es hier freies Reden ist und nicht mit Skript oder ähnliches. Aufnehmen tut er noch. Und dass das hier wieder freies Reden ist. Wie gesagt, ich habe kein Skript. Ich mache mal so vorweg so ein paar Gedanken, über was man reden könnte. Und ja. Nee, also wie gesagt, ich kann euch wirklich nur den Tipp geben, auch wenn ihr jetzt eingefleischte Fans von irgendeiner europäischen Marke seid, geht mal gucken und guckt bei anderen Marken. Wie gesagt, ihr werdet überrascht sein, was es teilweise bei anderen Herstellern gibt. Wie gesagt, ich war auch überrascht. Also wenn ich jetzt mal gucke, was Subaru jetzt inzwischen anbietet, was Mitsubishi sind die Modelle scheiße geworden. Tut mir ehrlich leid, aber naja. So, und wie gesagt, Toyota. Wie gesagt, beides Marken, also Subaru und Toyota, beides Marken, die laut ADAC-Pannenstatistik am seltensten auffallen oder Fehler haben. Und wie gesagt, geht einfach mal gucken. Also das ist absoluter Wahnsinn. Und wie gesagt, dann hört mal auf den ganzen Prius und so weiter rumzuhacken. Ja, die erste und zweite Generation, die war scheiße, die war lahmarschig. So, aber geht euch mal den aktuellen angucken. Der ist wirklich schön geworden. Also, in Anführungsstrichen, der fährt sich sportlich. Und, wie gesagt, ist ein Hybrid. Na, jetzt sind natürlich auch immer wieder jede Menge Leute dabei, die sagen, ja, Hybrid ist nicht die Zukunft. Elektroauto ist die Zukunft. Das Problem ist aber, wir haben gar nicht die Ressourcen dafür, jetzt so viele Elektroautos zu betreiben. Deutschland zum Beispiel kauft sich ungefähr 20% von dem Strom, den wir hier in Deutschland benötigen, aus dem Ausland. Zum Beispiel Frankreich. So, 20%, das heißt, wir erzeugen hier selber gar nicht genug Strom, um uns selber zu versorgen. Und wie gesagt, so ähnlich geht es anderen Ländern auch. Und jetzt zum Beispiel England, die haben momentan mit ihren jetzigen Kraftwerken eine Auslastung von ungefähr 85-90%. So, wenn jetzt davon jeder Zehnte oder so jetzt auf dem Elektroauto umsteigt und ständig sein Auto lädt, das kriegen die gar nicht gewuppt. Na, denn, wie gesagt, in Deutschland, ja, kauft Elektroautos, das ist super. Ja, wie denn? Wir können uns nicht mal selber versorgen. So, und da kommt jetzt wieder Hybrid ins Spiel. So, Hybrid verbraucht nicht viel. Da bist du bei 3,5-4 Liter, wenn du normal fährst. Wenn du jetzt natürlich sagst, ja, ich muss jetzt unbedingt permanent auf der Autobahn und so weiter mit 160 Langsbrettern, ja, dann lohnt sich das eh nicht. Aber wenn du normal fährst, das heißt deine 120, 130 maximal, und in der Stadt halt auch ein bisschen guckst, dass du normal fährst, dann kannst du diesen Wert, den die Hersteller angeben, bei den Hybriden einhalten.
Zum Beispiel beim neuen Outlander-Hybrid, bei dem Plug-in-Hybrid. Wie gesagt, den kannst du fahren, wie, ihr wisst, wie groß der Outlander ist. So, diesen riesen Suff kannst du mit 4 Liter auf 100 fahren. Das muss man sich mal reinziehen. So, und wie gesagt, was soll man da noch großartig sagen? Das ist wunderbar. Vor allem, den kannst du rein elektrisch fahren. Wenn du nur knapp 40 Kilometer musst, dann kannst du den elektrisch fahren. Der hat eine Reichweite von ungefähr 46 rein elektrisch. Und dann fängt er an, aus Sicherheitsgründen den Motor zu schalten. Und der Motor funktioniert bei dem Outlander Plug-in-Hybriden als Generator. Und betreibt also im Normalfall nicht direkt die Vorderachse, sondern oder überhaupt eine der Achsen, sondern betreibt eben halt die Ladung des Akkus. Und wie gesagt, wenn du da normal fährst, kommst du da, wie gesagt, 4,5 Liter. Wie gesagt, ihr wisst, wie groß der Outlander ist. Und wie sagen, das ist momentan ist das eine Zwischenlösung, die erstmal die nächsten Jahre funktionieren muss, meiner Ansicht nach. Wir haben nicht die Ressourcen, alles auf komplett Elektro umzubauen. Jetzt kommt das nächste Problem. Ich habe zum Beispiel eine Mietwohnung. Mein Parkplatz ist gute 50, 60, 70 Meter oder so von der Wohnung weg. So, wie soll ich den laden? Ich habe keine Ladesäule auf dem Parkplatz. So, ich kann ja wohl schlecht ein Fenster auflassen und dann ein Kabel da über die anderen Häuser drüber wegspannen, um dann eben mal Strom an meinem Parkplatz zu haben. Funktioniert also nicht. So, wie soll ich das machen als Wohnungsmieter? Oder auch wenn ich jetzt ein Mietshaus wäre schon wieder was anderes. Aber wie gesagt, wenn ich als Wohnungsmieter oder Wohnungseigentümer keinen Tiefgaragenplatz habe oder ähnliches, wo ich was nachrüsten könnte. Wie soll ich das machen? Und dann kommt ja das nächste. Sagen wir mal, ich habe jetzt eine Ladesäule bei mir am Parkplatz. Wie kann ich verhindern, dass jetzt jemand neben mir parkt, ich lade ja gerade, so, seinen Stecker abzieht, meinen Stecker abzieht und seinen Stecker reinsteckt und sein Auto lädt statt meinem? Kann ich auch nicht. So, denn diese verdammten Ladekabel, wie gesagt, die kosten ein paar hundert Euro. Müsst mal, recherchiert mal, was bei Tesla ein neues Ladekabel kostet. Ne, nur mal als Beispiel, um mal jetzt mal den größten zu nennen. Erkundigt euch mal, was beim Tesla ein Ladekabel kostet. So, wer verhindert, dass da, einer das Ladekabel klaut? So, das ist alles noch nicht so ganz zu Ende gedacht, wie das jetzt alles zu funktionieren hat. Das funktioniert einfach momentan alles nicht. No. Und das ist halt eine Sache, da muss ich erstmal drum gekümmert werden. Oder auch mit. Wir sagen vor allem bei diesen vorwegbezahlten Tankstellen, wo du jetzt die Karte ranhältst und dann wird eben halt gemessen, wie viel du verbrauchst. Wie gesagt, wenn da jetzt einer, du zahlst ja schon vorweg, deine Zahldaten sind eingegeben und jetzt wird dein Auto betankt, es geht dahin, nimmt dein Kabel weg, dein Auto wird nicht geladen und er zahlt, lädt sein Auto auf deine Kosten. Das ist alles noch nicht ausgegoren. So. Und wie gesagt, da muss erstmal was passieren. So, und solange das alles noch nicht richtig geregelt ist, so, ist für mich die einzigste Alternative Hybrid. Meiner Meinung nach. So, und da könnt ihr mir ja mal gerne was in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. So, und wie gesagt, würde mich mal interessieren, aber wie gesagt, bleibt freundlich und so weiter. So, und wenn ihr einer anfängt, Scheiße in die Kommentare zu schreiben, wie gesagt, dann werde ich die wegnehmen. Da habe ich keine Lust drauf. So, also wie gesagt, seid freundlich. So, wir können gerne diskutieren über sowas. Solange, wie gesagt, das Hand und Fuß hat, eure Meinung, ist das kein Problem. Wenn ihr so einer sagt, ihr seid alle doof oder was, das ist immer scheiße. Das habe ich bei anderen auch. Bei anderen, ich bin bei vielen unterwegs, bei vielen anderen Kanälen und kommentiere da auch immer ganz fleißig. Geil, fleißig. Und ja. Genau. Gut.
Ich werde dieses Video jetzt auch beenden. Ihr habt mir lange genug zugehört. Und nochmal, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Auch bei anderen Videoprojekten wäre das toll, wenn ihr mal reingucken würdet. Ich mache momentan immer noch das Let's Play Skyrim Special Edition mit 128 Mods. Ist zum Beispiel, ja, sehr interessant, finde ich zumindest. Und Loot Chest müsste jetzt auch wieder demnächst kommen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr guckt auch die anderen von mir, die anderen Videos von mir. Und wir sehen uns hoffentlich wieder und ich höre mal wieder was Nettes von euch. Würde mich freuen. Also, viel Spaß dann noch, schönen Tag, fröhliches Schwitzen und macht's dann gut. Bis dann.